Hallo, mein Name ist Elmar Flatter und ich hatte mich im Corona-Jahr 2020 dazu entschlossen, eine Ferienwohnung in Bulgarien am Sonnenstrand zu erwerben. Dazu kontaktierte ich die Frau Anastasia Fach, die mir erklärte, wie das alles ablaufen sollte. Ich zahlte eine Reservierungsgebühr von 2000 Euro an, die später mit dem Kaufpreis verrechnet worden ist. Dann bekam ich vom Notar aus Bulgarien den Kaufvertrag in Bulgarisch und in Deutsch. Mit diesem bin ich zum Notar in Deutschland gegangen, ließ die Papiere bestätigen und auch, dass ich diese Person auch bin. Mit den Papieren vom Notar bin ich dann zum Amtsgericht gegangen, weil man für Bulgarien eine Apostille braucht. Ja, und dann habe ich den Kaufvertrag bezahlt, bekam die Originalpapiere über TNT vom bulgarischen Notar zugeschickt. Dann hatte ich das Glück, dass ich ja im September 2020 doch nach Burgas geflogen bin. Dort wurde ich von der Frau Anastasia Fach abgeholt, zu der Wohnung gebracht, zur Hausverwaltung, habe die Wohnung übergeben bekommen. Nächsten Tag kam die Frau Anastasia nochmal, dann sind wir durch die Gegend gefahren. Sie hatte mir also erklärt, zu welchen Ämtern ich demnächst muss, wegen der Grundsteuer und wo ich irgendwelche Sachen zu kaufen bekomme. Hat eigentlich super und reibungslos geklappt, obwohl ich am Anfang etwas Bedenken hatte. Aber alles bestens.